Total recht herzlich willkommen zur Star Wars Show Deutsch. 25 Tage noch, 25 Tage noch, dann kommt Rogue One. Toll. Heute haben wir erfahren, wir haben mit Amerika gesprochen, da ist ja richtig was los. An alle Fans, die richtigen Fans, Star Wars ist erfunden worden 1971, um damit Geld zu verdienen. Star Wars ist keine Erfindung, sondern eine Adaption aus vielen. Mittlerweile sollte das ja jeder irgendwann mal in den ganzen 40 Jahren verstanden haben. Viele sind natürlich traurig, sauer, erbost, dass George Lucas, der jetzt fast 75 Jahre, Harrison Ford über 70 Jahre und die anderen um die 60 Jahre nicht mehr so richtig Lust haben. Ein 75-Jähriger, der so viel hätte investieren müssen, um 2,1 Milliarden, ja, 2,1 Milliarden hat das Erwachen der Macht gebracht. 2,1 Milliarden ist jetzt bei Walt Disney an ersten Platz. Schön und gut. Die Funktionäre sind überhaupt nicht so, ne? Es ist ein Geschäft. Walt Disney ist ein Geschäft. Mickey Mouse, Donald Duck ist ein Geschäft. Marvel gehört jetzt mittlerweile dazu, ist ein Geschäft. Caribbean gehört dazu, ist ein Geschäft. So, Caribbean kommt mit Johnny Depp, glaube im Mai. Im Mai soll es kommen. So, aber heute, in 25 Tagen, deswegen ein vorab weihnachtliches, zum weihnachtlichen Einstimmen, in 25 Tagen ist alles vorbei. Ob ich jetzt zwischendurch, ich habe es mir persönlich überlegt, ich habe auch mit der Crew gesprochen, könnte sein, dass das jetzt erstmal für ein ganzes Jahr der letzte Videoclip über Star Wars ist. Vielleicht machen wir ja doch diesen sogenannten Online-Sender auf und dann grapschen wir hier dort und dann bieten wir das an, weil das ist ja alles nur noch Geschäft. Kauft es bei Disney 39,95, wenn ihr Glück habt, 15 Euro, je nachdem wie Disney drauf ist. Es gibt ja den Black Monday, es gibt den Black Friday, ja, Black, ich glaube, ist billiger, ja. Bei Amazon mittlerweile den Stundentag. Da müsst ihr gucken. Und da müsst ihr klicken. Ich weiß nicht, wie nervös ihr schon seid. Weiß ich nicht. Es ist Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle vor den heimischen Bildschirmen seid und die Maus habt. Und dann will ich hoffen, dass kein Stromausfall ist. Dann will ich hoffen, dass euer Computer nicht kaputt geht. Ja, da will ich dann alles mal so hoffen, damit ihr eure Ware super günstig bekommt. Meine lieben Freunde, die Fans sind, dieses sich in ein Regal stellen und sich das dann anschauen, pflegen, nachkolorieren. Ja, die gibt es auch. Es gibt Menschen, die nachkolorieren. Kann man kaufen, ist dann ein bisschen teurer. Dann werden die nachkoloriert, ja, aufgepeppt. Manche haben sogar echte Anzüge an oder Kutten nachgeahmt. Ja, also diese hier, die reichen mir schon. Die sehen schon klasse aus. Wie gesagt, werde vielleicht Weihnachten auspacken und sie dann wunderschön irgendwann mal zeigen oder Dioramen. Also wir haben jetzt bei Action 24 gibt es jetzt Dioramen. Die kann man kaufen zwischen 50, 60, 70 Euro und dann kann man die, ne? Ihr merkt schon, die Preise sind heiß. Wie gesagt, sowas kann man, wenn man Glück hat, weil Walt Disney ja auch Prozente anbietet, 20-25% günstiger bekommen. Also noch einmal für alle. Es waren ja so viele da. Jetzt möchte ich das einfach noch mal erklären. Abschließend erklären. Also alles, was man hier sieht. Natürlich sind wir eine Firma. Das ist richtig. Ein junger Mann hat ja sogar unseren Kalender entdeckt. Mit diesem Kalender wollten wir ja die sogenannten 24 Türchenclips machen. Wir machen jetzt dieses eine Türchenclip hier. Und das muss jetzt für alle 25 reichen. Also, Rogue One ist alles erzählt, ab 12 FSK freigegeben, 133 Minuten wird er laufen. Ja, und dann in 26, 27 Tagen oder in 30 Tagen, kurz vor Weihnachten, machen wir nochmal so einen Clip über die Resonanz. Ja, abends werden wir es nicht schaffen, weil wir meistens, also so ein Hype wie bei Episode 1 wird wohl nicht stattfinden. Da waren wir ja 3-4 Mal drin, einmal die Mitternachts. Vorstellung nur für Fans, dann die 2D-Version und dann die 3D-Version und dann nochmal mit der ganzen Familie. Wird diesmal nicht, wir haben es gestern noch besprochen,
Ich werde natürlich mit meinen Jungs und Mädels da reingehen und dann nachher nochmal mit der Familie, das ist klar. Aber das reicht. Für mich persönlich ist Sci-Fi seit 1966 ist Sci-Fi, da war ich 10 Jahre alt. Heute könnt ihr ausrechnen. Ich mag angefangen die wilden 50er, Perry Rhodan die 2. Dann kam Orion und dann kamen die anderen, Buck Rogers, Flash Gordon und alles. Also alles war mit Sci-Fi jetzt momentan. Die Killjoys bei Sci-Fi haben wir uns auch die DVDs und Blu-Rays schon gekauft. Wie soll man das erklären? Heute, meine lieben Freunde, heute macht ihr ein Smartphone auf. Heute schaut ihr ARD, ZDF, wie gesagt, Funk, 50 Einheiten sind ja jetzt bei YouTube. YouTube zahlt plötzlich die GEMA, die Künstler freuen sich, kriegen endlich ihr Geld. Die Künstlersozialkasse freut sich auch und so weiter und so fort. Also die Künstler bekommen alle ihr Geld. Es läuft an sich rund. Ja, die Frage läuft am Rande. Was läuft rund? Also, wie gesagt, wir freuen uns auf Rogue One. Wie gesagt, immer noch nicht ausgepackt, immer noch drin gelassen. Also ich bin absolut ehrlich, so gerne verkaufe ich es nicht, weil das kann man ja überall kaufen. Ich bitte euch, ihr könnt dieses Jahr bei Walt Disney kaufen für 39,95. Bei Walt Disney für 39,95. Ja, kann man es kaufen, aber muss man nicht unbedingt zu mir. So, wir brauchen es für die Sendung. Für die Sendung, wir sind Filmhersteller. Wir sind Filmemacher. So, dass wir nicht alle Filme zeigen können, ist klar. Die sind urheberrechtlich geschützt. Ja, wir hatten jetzt hier, ist kein Scherz, ein Band zur Restauration von Puppen. Augsburger Puppenkiste. 4 Stunden. So, da war natürlich die komplette Sache von die wilde 13. Die haben wir restauriert und koloriert und haben das dann wieder abgegeben. Ist klar. So, wir haben jetzt momentan ein physikalisches Problem mit unserem Hauptrechner. Keine Ahnung, wodurch das geschehen ist. Physikalischer, also Windows, kommt damit nicht klar. Windows fährt hoch, erzählt uns da ein, wir müssen da was machen. Ist aber nicht so schlimm, wir haben ja genug davon, aus Sicherheitsgründen, versteht sich. So, das ist eine Sendung. Eine Sendung besteht aus einem Thema und dieses Thema war diesmal Star Wars. Wir haben viele Sendungen schon gemacht, wir haben auch politische Sendungen gemacht, aber auf Politik haben wir gar keine Lust. Am Rande wurde uns auch gerade gesagt, also Herr Söder hat ja gerade auf den Toten Sonntag verwiesen in Bayern, schöne Grüße an Herrn Söder. Dann wurde uns von der Telekom gesagt, dass Frau Kanzlerin weitermacht. Alle haben sofort aufgegriffen. Ein so ein gutes Stück war natürlich sofort veröffentlicht worden mit Frau Merkel, Herr der Ringe. Also wir hatten Herr der Ringe zu Weihnachten, jetzt haben wir im Moment Star Wars zu Weihnachten, jetzt und nächstes Jahr. Dann soll aber 19 oder dazwischen 18 im Mai soll dann Han Solo kommen. Wir wissen jetzt, welche Schauspieler von Of Throne, ne? Die junge Dame, die da die Hauptrolle gemacht hat, ist jetzt da verdingt, macht mit bei Han Solo. Han Solo soll sogar 3 geben. Also man versucht da 3 Filme. Also ist richtig was los. Noch einmal, für alle Fans, meine lieben Freunde. Das da ist erfunden worden, um Geld zu verdienen. George Lucas ist damals natürlich ausgelacht worden. Die haben gesagt, ey, das wird nichts. Ist klar, man konnte sich in den 70ern das nicht vorstellen. Man hat ja gesehen, die Resonanz von Buck Rogers, man hat die Resonanz von Perry Rhodan, man hat die Resonanz der Deutschen mit ihren Orion, man hat die Resonanz von Enterprise gesehen und so weiter. Es war ja damals ein bisschen, na, ihr wisst schon, vor weit über 50, 60, 70 Jahren, hier war noch ein bisschen Stimmung in der Luft nach dem großen Knall. So, einige träumen ja von einem absolut großen Knall da, die möchten ja unbedingt den Dritten Weltkrieg. Ich weiß nicht, warum ihr in die Steinzeit zurück möchtet. Gut, wenn euch das alles nicht gefällt, dann legt es doch hin, dann macht doch den Schalter aus. Also wenn euch das alles nicht gefällt, wenn ihr unbedingt Krieg machen wollt, meine lieben Freunde, legt doch alles hin. Ja, wir wollen doch keinen Krieg. Ja, dann besorgt euch Stühle, setzt euch hin, wartet, bis der große Knall kommt, dann guckt ihr euch noch ein paar Sekunden an der Seite weg und dann ist die Steinzeit. Findet ihr die Steinzeit gut oder was? Ja, wenn wir mal beim Thema sind, was ihr da so alles aufgreift. Natürlich ist das ein Kriegsfilm. Es bleibt doch ein Kriegsfilm. Krieg der Sterne ist schon seit weit über 40 Jahren. Krieg der Sterne, das ist das Wort schon. Da. Klon Wars, das war ja nur ein Geschlachte. Ja, bei Sci-Fi im Moment kann man es gucken. Vielleicht schaue ich, ich hätte jetzt gucken können, tat ich nicht. Ich
komme gerade vom Weihnachtsmarkt, musste mich erschrecken, dass der Weihnachtsmarkt wieder zu ist. Bei Toten Sonntag ist der immer zu. Die sagen immer um 18 Uhr ist auf, aber da war nichts auf. Aber egal. Jetzt mache ich halt hier weiter. Star Wars, Krieg der Sterne. Meine lieben Freunde, das ist nun mal und war schon. Ihr müsst das alles differenzierter sehen. Natürlich, es macht irgendwie Spaß, sich damit zu identifizieren. Es macht natürlich Spaß in so einer Rüstung. Auch so eine Rüstung kostet 7.000 Euro. Diese hier jedenfalls. Ja? Der normale Stormtrooper kostet 1.399,95 ohne Blaster. Wenn ihr Glück habt, im Angebot mit Blaster. Das ist eben so. Böse Zungen sagen immer, was willst du eigentlich mit den ganzen Püppchen? Ne? So manche Regierung, genannt Ehefrau, schreit immer, muss das sein? Musst du dir schon wieder eine... Ja, Mann, lecker. Ne? Hätten wir mal lecker essen gehen können, ist klar. Ja, hinter mir da mal eben 1.799 Euro bei Amazon. Ne? Die gute da Figur, ne? Obi-Wan Kenobi, 30 Jahre Jubiläumsausgabe. Kostet 1.799,95 bei Amazon. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. So eine Pappe an der Wand, so ein Darth Vader, ja, mit Stimmausgabe oder auch ohne, 49,95, da erschreckt sich so mancher Kunde. Und dann kommt noch Porto dazu. Das ist eben so. Und dann die ganzen Figuren, die hier stehen, 1:1, Kylo Ren, 3.500 Euro als Figur, 1:1. Eine richtige große Figur, 1:1. Lebensecht groß, um die 10.000 Euro. Ich meine, so eine manche Ehefrau schreit dann darum, wow, muss das sein, ne? Seine Sachen von Darth Vader wurden angeboten für 25.000 Euro. Für 25.000 Euro hätte man das Originalkostüm sich zusenden lassen können. Ja, 9.000 Euro rum als Standfigur. 9.999,95. Da schreit schon die Regierung. Also die Jungs und Mädels, die frei sind, die sich alles erlauben können, den gratuliere ich hier total recht herzlich, dass ihr euch das da hinstellen könnt. So manch einer hat ja so eine Vitrine da stehen, wo er dann seine Figuren drin hat. Nicht eine Vitrine, ganz viele Vitrinen hat er dann da stehen und hat diese Figuren. Gut, da muss man darauf achten, ob das nicht Händler sind. Händler kriegen ja immer alles etwas günstiger. Dann stellen die sich einen in die Vitrine, zwei, drei verkaufen sie dann. Haben sie die wieder raus. So funktioniert es bei Händlern, ist ganz klar. Ja, also wie gesagt, das ist so ein Türchen-Clip. Ich stimme euch jetzt auf den Advent ein. Die Weihnachtsmärkte sind auf. Wir haben jetzt auch das Fenster auf Weihnachten getrimmt. Bunte Lämpchen. Der Nikolaus schwebt da rum. Die Glocken läuten. Ne? Ich habe mal wieder eine gute Zeit erwischt für den Videoclip. Ich weiß nicht, ob ihr die Glocken hört. Ist an sich ziemlich abgeschirmt hier. Aber wie gesagt, gehört alles dazu, weil... Spontan. Dieses Video ist heute spontan gemacht. Ich habe euch alles vorgestellt. Es ist nichts Neues dazugekommen. Nichts Neues dazugekommen. Es ist Krieg der Sterne, es ist Star Wars. Einige mögen es, andere mögen es nicht. Es kommen 2017 tolle Science-Fiction-Filme. Wir freuen uns auch auf Karibik. Also kinomäßig im Filmclub. Im Filmclub, ach, da drehen wir also. Da drehen wir am Rad, weil, wie gesagt, Killjoy haben wir gerade auseinandergenommen als Serie bei Sci-Fi. Gleich schauen wir uns wieder bis 21 Uhr The Clone Wars an. Ja, wie gesagt, läuft ja vom Freitag bis Sonntag immer dasselbe bei Sci-Fi. Montags kommt dann so ein Marvel, ja, und dann kommt Schild. Also, man kann da halt sich Science-Fiction anschauen. Marvel ist Science Fiction ohne Ende. Iron Man kommt auch andauernd. 1, 2 und 3. Captain America wird uns gezeigt. Ja, die Frage lautet wirklich, was soll man heute in der Welt der Elektronik denn noch anbieten als Sendung? Gut, jetzt könnte man irgendwie irgendeine Sendung machen und dann laufen lassen. Ich hatte mich entschieden, durch die Involvierung, wenn man schon 40 Jahre involviert ist, davon 30 Jahre wirklich dafür arbeiten durfte und sein Geld damit verdienen, ja, Geld verdienen, was heißt das? Man hat sich an Regeln zu halten, man hat Promotion zu machen, man hat euch anzuheizen, euch das schmackhaft zu machen, dass ihr das kauft, ne? Also so war das früher, das war unser Job war früher,
Ja, und heute macht ihr alles selber. Na? Ihr packt sowas aus, dann nennt sich Anpackvideo, packt das aus, dann sprecht ihr darüber. So manch einer finanziert sich sein Hobby dadurch. Wir müssen schon schmunzeln. Also wir müssen schon schmunzeln, wie sich bei YouTube alles entwickelt hat. Wir müssen schon schmunzeln, wie bei YouTube so getan wird, als ob da irgendeiner wäre. In Wirklichkeit steckt eine ganze Mannschaft dahinter. Eine Industrie steckt dahinter. Ja, meine Verpflichtung ist auch, den Fans klarzumachen, dass da eine Industrie hintersteckt. Man animiert euch, kauft dieses, ja. Gestern wurde einer gezeigt mit leuchtendem Schwert. Direkt bei eBay, kostet sofort 8,99 €. Das Ding hier kostet 4,99 € oder 3,95 € oder 2,95 €, je nachdem, in welchem Konsum man das gute Stück hört, und schmeckt genauso, ist dieselbe Schokolade drin. Nur da ist halt noch ein Leuchtkörper drin, dann geht das an hier und kostet dann direkt ein bisschen mehr. So, Fernsehen bedeutet Animation, kaufen, 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 kauf Star Wars, kauf Star Wars, kauf Star Wars. Ne? Ja, so manche Regierung sagt dann, oh oh, aber jetzt haben wir ja Weihnachten. So, wir haben Weihnachten, die große Geschenkeschlacht, das ist eine Schlacht, das ist es nicht. Einige Familien sollten mal gucken, wie viele Berge sie da haben. Und an dieser Stelle möchte ich etwas erklären. Und zwar, wenn Familien, ich greife nochmal da rein, also wenn Familien Spielzeug verschenken, das ist Spielzeug, bleibt Spielzeug, für mich ist es Sammelartikel, für mich ist es Fassade, damit ich da vor der Kamera hantieren kann. Aber trotzdem möchte ich jedem sagen, meine lieben Freunde, wenn ihr ständig da drauf drückt, also, ne, darf ich mal drücken? Natürlich darfst du drücken. So, wenn ich jetzt stundenlang da drauf drücke, ist zwar toll für die Kinder, da macht es unheimlich viel Spaß, wenn die hier stehen und darauf rumdrücken, dann ist das Ding ja irgendwann mal alle. So, wir hatten vor vielen Jahren, gab es ja Kaufhäuser mit Fachabteilung. Es gab Promotion, es gab weihnachtliche Stimmung. Wir schreiben das Jahr 2016 und mittlerweile hört man nicht mehr Weihnachten, sondern Lichterfest. Und also ist so eine merkwürdige Luft, sprachliche Luft im Online-Raum. Ihr glaubt es kaum, da wird so manch irgendwie, und ihr wisst. Also das Beste war das mit dem Herr der Ringe. Schaut euch das Video an mit dem Herr der Ringe. Ist genial gemacht. Ja, Frau Merkel hat sich wieder aufgestellt für 2017. Ja. Der Herr Gabriel hat den Steinmeier weggelobt, damit er da vielleicht Kanzler werden könnte oder so. Ja, also als Kandidat. Ist schon eine tolle Sache alles. Wenn man mal beim Thema Krieg bleibt, ne? Krieg der Sterne. Ja, wir sind ja alle so Sternchen. Ne? Wir sind ja alle Z-Promis. Ich bin auch ein super Z-Promi. Bin zwar bekannt wie bunten Hund, weil ich das schon so lange mache, aber trotzdem. Ich will gar kein Promi sein. Ich möchte gar nicht Autogramme geben müssen. Mir macht es tierisch viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Mir macht es tierisch viel Spaß, am Set zu sein, dabei zu sein, um zu helfen, um zu machen und zu tun. So, ich habe so manchen Clip gemacht. Ich habe auch so manchen politischen Clip gemacht und so manchen Clip wieder eingestellt. Insgesamt waren 4.859 Clips online einfach mal gelöscht. Ich glaube, jetzt sind 134 oder 132 online, das reicht. Wenn das hier alles so vorbei, dann löschen wir das auch wieder und fangen wir wieder von vorne an. Wie gesagt, das ist an sich nicht gedacht, um jetzt irgendwas zu verkaufen. Sollten wir da, also wir haben ein Angebot bekommen, ob wir nicht ein Online-Kaufhaus in Szene setzen und da die Ware präsentieren. Schauen wir mal. Meine lieben Freunde, es kostet alles Geld. Ja? Sowas kostet hier Zeit. Und wenn jetzt hier ein Interpret wäre, ein Schauspieler neben mir wäre, die kosten Geld. Die kosten alle Geld. Alles kostet Geld. Wir kriegen nichts geschenkt, überhaupt nichts. Wie gesagt, 4,95 € haben wir dafür ausgegeben, um es jetzt in die Kamera zu halten. Wir freuen uns natürlich, bald die Türchen aufmachen zu können und die leckere Schokolade. Aber wir machen sicherlich keine Clips, außer wenn ich gute Laune habe, dann mache ich vielleicht einen Türchenclip. Aber 25 Tage, meine lieben Freunde, 25 Tage, dann ist Rogue One da. Da braucht er jetzt nicht nur eine Animation für Star Wars. Ja, was haben wir denn hier noch? Gar nichts. Ne? Alles vorgestellt, alles ist da. Die Hauptdarsteller sind da. Gut, sollte ich weitermachen, werde ich mir da so eine Directors
Uniform besorgen. Ich werde mich nicht bei 501 vorstellen. Nö. Vielleicht mache ich eigene Garnison auf. Eine eigene Garnison hier, Leute, lasst uns was machen. Hier ist alles. Diese Produktionsstätte, Filmfoto, hier ist ja alles. Hier ist alles. Ja, wir sind eine Firma und hier ist alles. Hier kann man, also man kann uns engagieren und wenn einer mit einer tollen Idee rüberkommt, sind wir sogar bereit, gar nichts zu nehmen, also umsonst zu arbeiten, weil wir ja dabei sind. Ja? Aber ausnehmen, nein danke. Also noch einmal, wir fahren nicht mit teurem Equipment in einem billigen Auto zu irgendeinem Set, um da 300 oder 350 Euro zu bekommen, die wir nachher wieder ausgeben müssen und dann kommen wir hier an und haben wir, wenn wir Glück haben, 45 Euro in der Tasche. Alles schon gehabt. Wir sind engagiert worden in den Niederlanden, aber in den Niederlanden ist sonntags offen. Das bedeutet, Parken muss bezahlt werden. Ja, yeah. Da rennt man vom Set, dauert zur Parkuhr, steckt da rein und rennt wieder zum Set und arbeitet oder man schickt einen, der ist immer am Reinwerfen. So, und wenn man nachher sein Honorar bekommt und nachher sieht, was man vorher ausgegeben hat, Sprit ausgegeben hat, dann die Parkuhr gefüttert, dann bleibt nachher nicht viel über. Und deswegen muss man dann auch mal sagen, Star Wars ist keine Erfindung, um uns glücklich zu machen. Nee, Star Wars ist ja eine Erfindung, um den Erfinder glücklich zu machen. Viele haben sich auf das Boot hier vorne, vorhin kam ein Kunde rein, hör mal, da hinten, Star Wars. Ja, so, ich weiß nicht. 250 Meter weiter die Richtung ist ein Spielwarenfachgeschäft für Eisenbahn. Märklin, Tricks und so. Und Revell. So, jetzt hat er natürlich alle Revell-Sachen von Star Wars ins Schaufenster gepackt. Ist klar. Auch er möchte gerne das jetzt verkaufen. Er sieht das ja tagtäglich bei mir hier. Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt aus dem Schaufenster rausgenommen. Aus dem Schaufenster ist jetzt das komplette Star Wars raus. Ist jetzt hier. Kommt jetzt auch weg, weil das gehört ja dann dem Einzelhandel. Ne? Also die Ware hier kriegt das Online-Kaufhaus und im Online-Kaufhaus wird das Ganze dann verkauft. Welche Kulisse dann gebaut wird, 2017, weiß ich selber noch nicht. Schauen wir mal, dass wir weitermachen. Wir machen so oder so weiter, weil das ist unser Geschäft, das ist unsere Arbeit. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ist immer ein und dasselbe. Wir haben gerade mit sehr vielen gesprochen, wir haben sie auch vorgestellt, wir werden auch weiterhin Künstler vorstellen, wir werden auch weiterhin Firmen vorstellen. Wir sind also begeistert von Mike Ferreira, 100% begeistert bei Facebook, er hat eine eigene Seite, swblackserie.de und wir sind auch begeistert von dem Künstler, von diesem Fan-Art-Künstler, der halt sowas macht, der das kann, das sieht super aus. Ich habe ja euch alles im vorigen Video gezeigt, konntet ihr euch ja alles anschauen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Also für die 9 plus 6 plus, die jetzt hier zuschauen, ja, ist vergriffen. Ist vergriffen. Gab es als Darth Vader und natürlich als Kylo Ren, ist klar. Sind weg. Waren auch nicht viele da. So mit Kalender, keine Ahnung, ob die zu viel einkaufen. Wir sehen keinen Abfluss. Wir sind überall mal hingegangen. Also einen Abfluss haben wir da nicht gesehen. Also ist voll. Also die Konsum sind voll, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr wisst, wo ihr einkauft, ist voll. So, eBay ist voll, könnt ihr bestellen, ach Spiel, voll. Kaufen, macht ihr überhaupt natürlich noch, also ich ja, also ich finde es doch, mir macht Spaß. Okay, ich habe einige Kalender, die ich bis heute nicht aufgemacht habe, weil die für irgendeine Kulisse waren, für irgendeinen Spot waren, die wir da gemacht haben und dann musste ich die in die Kamera halten. Einen habe ich mal total zerfetzt, wisst ihr noch, da haben wir diese 24 Türchenclips gemacht und jeden Tag. Ja? Und der ist natürlich zerfetzt, aber nicht Schokolade schmeckt, geht so. Da gibt es auch Schokolade, 1 Euro Schokolade im 1 Euro Shop, haben wir ja auch vorgestellt, die Tafelschokolade. Die ist also noch gültig bis 2017, also die können wir nächstes Jahr noch mal in die Kamera halten. Ob wir sie dann noch mal essen können, weiß nicht. Ich habe gehört, die so lecker soll die gar nicht gewesen sein. Die ist ja 1 Euro Schokolade da beim 1 Euro Geschäft. So, wie gesagt, ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch und das hier könnt ihr alles kaufen. Ah ja, haben wir heute noch drüber gesprochen. Ja. Gibt's ihn, also ich habe geschrieben, gibt es ihn real?
natürlich gab es ihn real. Nein, real kam er nicht zurück. Real kam er nicht zurück. Er ist geteilt worden, wisst ihr ja noch. Und bei Clone Wars kam er ja dann zurück, war ja dann da mit einem anderen Wesen verkoppelt. Und nachher hat ja einer der Hexen ihn dann wieder umformatiert. Dann hatte er ja hier diese sogenannte Stahleinheit. Ne? Dann kam er da. Und dann haben, heute Abend ist ja Sci-Fi. Sci-Fi, wer Sci-Fi hat, diesen Sender, kann heute. Heute ist der 20. Heute am 20.11. kann er dann gucken, also kann er sich dann anschauen, wie die dann kämpfen. Ne? Obi-Wan Kenobi gegen Darth Maul. Ne? Ja. So, 6 plus, 9 plus, 12 plus. Wie soll man euch das erklären? Also Krieg der Sterne, Star Wars, ist eine tolle Geschichte, die seit 40 Jahren von Vater, Großvater, Vater ans Kind weitergetragen oder durch Zufall. Einige sind hochgradig involviert, sind absolute Cosplayer. Einige stellen sich auch tagtäglich bei 501 vor. Die geben tagtäglich viel Geld aus. Kylo Ren zum Beispiel. Kylo Ren kostet von Wicked Armor hergestellt 3.100 Euro. Wenn man dieses hat und 501 nimmt dich trotzdem nicht, tut es natürlich weh. Es tut natürlich weh, weil 501 einen ziemlich hohen Standard hat. 501, da muss man schon mit dem Kostüm rüberrauschen, das sofort sagt, nehmen wir. Aber wenn 100 pro Tag sich bewerben und 501 auch es eine Art Hobby ist, denn die müssen alle arbeiten, 501 ist jetzt keine Garnison, eine echte Star Wars Garnison. Das sind ja auch Leute, die noch arbeiten müssen und die müssen sich die Zeit nehmen, 100 Kostüme pro Tag zu sichten, um zu sagen, die drei nehmen wir, ne? Wenn er versteht, was ich meine. So eine Puppe, wie gesagt, oder Figur kann bis zu 10.000 Euro kosten. Und dann sollte man sich schon fragen, ob man diese 10.000 Euro ausgibt, sich bei 501 bewirbt und dann kriegt man keine Resonanz, weil irgendeiner schneller war. Ne? Nicht verzagen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann, wir drücken euch fett die Daumen, wirklich, fett die Daumen, auch öffentlich, dass ihr da angenommen werdet. Ich meine, jetzt hier eine Garnison eröffnen, nein. Also, der Filmclub unterhält sich nur über Filme, der Star Wars Club hier, Stammtisch, die unterhalten sich halt nur darüber. Also positiv, ich muss einfach nur sagen, positiv läuft da gar nichts im Moment. Also so, also die Fans ein bisschen, ich meine, seitdem er es hingelegt hat, 7 hat 2,1 Milliarden gebracht, die Episode. Aber der David hat ja auch schon gesagt, dass Imperium schlägt zurück, so ungefähr 8 würde. Also böse Zungen, also ich höre jetzt nicht auf böse Zungen, ich bin involviert, ich werde schon von richtiger Stelle informiert. Und wenn die richtige Stelle mir da einige Signale setzt, dann werde ich es auch sagen. Ja? 7 wusste ich wirklich Bescheid, ich wusste, dass das eine Schrotthändlerin ist, habe ich auch jedem gesagt. Ich wusste jetzt auch, wie alles jetzt abläuft. Ich weiß auch, welche Nachdreharbeiten, warum die gemacht wurden. Ja? Gillette wollte ich nur sagen, oder NSU. Also es ist schon, ist klar, viel Werbung musste gemacht werden. Darauf verdient man sein Geld. Wir als Filmemacher, die solche Filme machen, verdienen unser Geld damit, um das mal den 6 plus bis 12 plus mal näher zu bringen. Wir sind hier keine, wir spielen jetzt hier nicht. Ja? Wir kommen jetzt nicht vor der Kamera und spielen, das macht ihr. Ja, ihr habt das jetzt. Ihr kommt in eine total perfekten Welt. Ja? Wir standen als erstes davor. Wir hatten noch Super 8. Wir haben Star Wars auf Super 8 gesehen. Wir mussten noch alle einladen. Wir mussten den Raum zumachen. Dann haben wir die Knatteranlage. Ne? Nannte sich Super 8. Ne? Der lief dann. Der Projektor lief dann. Ja? Wir saßen dann da. Dann mussten wir nachher auch noch die Spule wechseln, weil nicht alles da drauf war. Zum Beispiel. Nannte man Super 8. Ja, da saß man noch zusammen. Das kennt ihr alle gar nicht mehr zwischen 3 plus und 6 plus. Ihr sitzt da vor einem, ihr seid YouTuber selber, ihr seid Helden, ihr seid super, ihr werdet gefeiert. Ja, das ist so. Deswegen finde ich es ja
toll. Ich meine, ich möchte mich bei euch ja bedanken, dass ihr sowas macht. Ich schaue nicht alles, aber ich schaue eine Menge. Ich schaue wirklich eine Menge. Ist ja nun mal mein Beruf, mir das anzuschauen. Und es ist mein Beruf, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich tagtäglich irgendeine Anfrage bekomme. Ob es nur Augsburger Puppenkiste ist, da irgendwas zu restaurieren oder sonstige Sachen. Ja? Ich habe Buchautoren hier, die hier irgendwelche Bücher vorgelesen haben möchten und so weiter und so fort. Wir haben eine Menge. Gut, da wir jetzt elektronisch mittlerweile werden, 1995 haben das vorgestellt. Genau dasselbe gemacht wie jetzt auch. Gut, 1995 mussten wir alles noch auf VHS packen und dann den Kunden die Kassetten schenken für Episode 1. Jetzt müssen wir das nicht mehr. Jetzt müssen wir auch gar nichts mehr machen. Jetzt wird alles gemacht. Früher mussten wir es machen. Ab 2002, besonders ab 2005, sind wir alle raus. Man braucht uns alle nicht. Wenn wir so weitermachen, wie viele Milliarden Arbeitslose haben wir denn? Dann schreien die Leute, jo, wir können mal Krieg machen. Ja, ist klar, gehen wir wieder zurück, dann lernen wir das wieder kennen, Hammer und Meißel und so weiter. Und dann müssen wir uns auch wieder unterhalten. Na, kannst du mir nicht mal ein Brot machen? Ich gebe dir dafür eine Kuh oder so. Oder ich mache dir deine Reparatur. Gibst du mir da was zu essen? Ich meine, wenn ihr da hin wollt, ist eure Sache. Also ich komme daher, ich weiß, wie schwer es war nach 1945 hier, wie die alles aufgebaut haben. Brotsuppe, Brennnesselsuppe, ne, kalten Hund und all solche Sachen. Also meine lieben Freunde, wenn ihr unbedingt da wieder zurück möchtet, wenn ihr wirklich in die Vergangenheit möchtet, wenn ihr wirklich ins Mittelalter möchtet, ja, dann zippelt von mir aus den Dritten Weltkrieg an, macht es. Ich werde mich dann den ersten Platz aussuchen und warten, bis der große Knall kommt. Tja, und dann war es das. Ne? Ich würde mich aber freuen, wenn wir es nicht machen. Ich würde mich freuen, wenn die Politiker endlich mal den 1-Euro-Menschen sehen und nicht den 250.000-Euro-Netto-Menschen. Ihr versteht, was ich meine. Worauf ich hinaus möchte ist, wir leben im Krieg der Sterne. Wir erleben jeden Tag Krieg der Sterne, Star Wars. Nur halt anders. Wir haben keine Laserwaffen, wir haben andere Waffen. Facebook ist mittlerweile eine Waffe, eine Hasswaffe. Ja, ich möchte nicht wissen, wie über dieses Video hergezogen wird. Ja, ist so. Dass es Arbeit war, dass das Spaß machen sollte. Das steht Ihnen zwar jetzt hier im Vordergrund, aber irgendwelche sind ja immer da. Ne? Wir haben ja mehr Aluhutträger wie normale Hutträger. Ja, wer trägt denn heute noch Hut? Wer hat denn noch Krawatte an? Wenn er versteht, was ich meine. Also ich bin 100% Star Wars. Bin 40 Jahre involviert, davon jetzt seit 2012 nur noch am Rande. An sich 2012 war ich froh, dass hier gar keine Star Wars Puppe mehr war, außer die, die ich damals bekommen habe, 1979. Ja, die habe ich ja noch stehen gehabt. So, jetzt habe ich wegen 2015, wegen Rogue One, wegen Episode 8 die Figuren hier stehen. Ich habe gesagt, gut, Jungs, Mädels, wir kaufen ein. Bis 2020 ziehen wir das jetzt durch. Die nächste Show geht dann um 8. Da können wir uns über 8, Episode 8 uns unterhalten. Und dann können wir danach uns unterhalten, ob Episode 8 nicht vielleicht doch Imperium schlägt zurück war. Ich meine, dann glaube ich, sind einige Fans ein bisschen knatschig. Weil Old Republic ist weg. Das Universum ist weg. Die ganzen Games eingestampft, ist eine Menge weg. Also Disney hat eine Menge. Ja, wie wir angefragt haben, nee, das geht nicht. Okay, geht nicht. Ja, keine Chance. Ist so. Unterstützung, gleich hier. Also wir haben alles gekauft, alles bitterböse bezahlt. Ja, ja. Bitterböse bezahlt. Auch die großen Figuren, kleinen Figuren. Dann auch die elektronischen, die uns an 1999 erinnern, die drei. Alles bitterböse bezahlt. Keiner hat gesponsert, keiner hat geholfen, um das mal klarzustellen. Wir haben diese Sendung auf den Weg gebracht. Ich habe die Sendung als okay, komm, ich stelle mich vor die Kamera. Schauspieler, alles, aber die Schauspieler, die wir angerufen haben, die so, waren alle negativ. Die waren alle gegen, ach komm, die wollten Star Wars ganz anders aufrollen. Ja,
Der eine quasselte da was von Sex, mal bei Star Wars gibt es auch gar keinen Sex. Ja, bei Star Wars unheimlich sexy. Ne? Leia lief doch sexy rum, die hat keine Klamotten drunter. Ne? Also, wenn man mal, ne? War doch sexy, ist immer noch sexy. Wenn man so die 4, 5 und 7, also 4, 5 und 6, 7 war nicht, also 4, 5 und 6 war noch sexy. Die waren alle so ein bisschen sexy unterwegs. War spritzig locker und so. Ne? Okay, es reicht. Ich wünsche euch in 25 Tagen, sagen wir mal so, ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Kinotag mit Rogue One. Und danach, wie gesagt, danach lasst uns wieder quatschen, wie ihr ihn gefunden habt. Ne? Ich weiß, ist Weihnachtszeit. Einige haben jetzt ein bisschen mehr zu tun. Einige haben zu weniger zu tun. Wir haben auch genug zu tun. Wie gesagt, wir haben eine 7-Tage-Woche. Wir produzieren auch nachts. Ja? Manchmal arbeiten wir sogar bis 12:30 morgens früh. Und danach muss alles wieder online sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben, es macht Spaß. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ist ein und dasselbe. Und Krieg der Sterne und Star Wars ist und bleibt jetzt ja, Hobby. Und bei diesem Hobby wünsche ich euch allen viel Vergnügen.